Schon jetzt spricht die türkische Armee von 100 Toten auf kurdischer Seite. Mit 10.000 Soldaten geht sie gegen die verbotene Terrororganisation PKK vor. Dabei schlägt ihr auch die Wut vor allem der jungen Zivilbevölkerung entgegen. Schwerpunkte der Militäraktion sind Städte im Südosten der Türkei in den kurdischen Provinzen Sirnak, Diyarbakir und Mardin. Rauchsäulen über Cizre, Panzern, Silopi, Gewalt und Tumulte in den Straßen von Diyarbakir, Batman und Van. Im mehrheitlich von Kurden bewohnten Südosten der Türkei herrschen bürgerkriegsähnliche Szenen. Der Staat geht mit äußerster Härte gegen eine neue Generation kurdischer Jugendlicher vor, die militant für ihre Rechte kämpft. Sie sind nicht einfach mit der kurdischen Untergrundorganisation PKK gleichzusetzen. Ja, es ist die Frage, inwieweit die kampferprobten Kommandos der PKK hier überhaupt in größerer Zahl beteiligt sind. Die Strategie Präsident Erdogan scheint es, die Kurden zu spalten in jene, die sich nach Ruhe und Ordnung sehnen und solche, die politisch aktiv werden und aufbegehren. Wir müssen diese separatistischen Terroristen ausmerzen, die unsere kurdischen Brüder drangsalieren und die Stabilität unseres Landes gefährden. Seit Wochen herrscht Ausgangssperre in den umkämpften Orten im Südosten der Türkei. 200.000 bis 300.000 Menschen sind auf der Flucht. Die Türkei erweist sich als schwieriger Partner beim Versuch, Stabilität zu schaffen in dieser von Krieg und Flüchtlingselend gezeichneten Region. Während jenseits der Grenze in Syrien und Irak gerade die Kurden sich den Terrormilizen des Islamischen Staats entgegenstellen, führt Präsident Erdogan hier Krieg gegen militante kurdische Jugendliche und deren Forderung nach Anerkennung ihrer kulturellen Identität.